Hi und willkommen zu einer neuen Folge. Wir wollen uns heute mal ein bisschen angucken. Ihr seht schon, ich habe hier Holz hingestellt. Das ist auch ganz verschiedenes Holz. Das ist zweimal Douglasie und zweimal Kiefer unterschiedlich behandelt. Und wir wollen heute mal das Experiment starten, wie die Terrassenschrauben hier von Primo 24, wie die so mit diesem Holz hier umgehen können und wie sich das Ganze dann in der Montage am Modellversuch erstmal so ein bisschen zeigt, um was man da an Erfahrung sammeln können. Und ich hoffe, dass ich mache das auch zum ersten Mal mit Terrassenschrauben, dass ich euch die ganzen Vorzüge, warum brauche ich eben spezielle Schrauben, auch hier zeigen kann. So, da haben wir hier unsere beiden Schraubentypen. Terrask nennen die sich. Das ist hier ein Torx-System. Das ist eine 4.0 mal 50 mm Schraube und wir haben dann hier nochmal eine mit 5.0 mal 70, also eine deutlich längere. Und ja, wir werden dann mal gucken. Man sieht schon hier an diesem Systembild, was oder in diesem Schemenbild, was hier so Besonderes zu sein scheint. Hier ist nochmal so ein komisches Extra-Gewinde, würde ich das mal sagen, aber das hat andere Funktionen. Das werden wir uns dann gleich alles mal in Ruhe anschauen, wie das dann in real aussieht. Und hier jetzt nochmal das Holz. Also das hier, das ist Kiefer, die ist vorbehandelt. Genau, auf der anderen Seite sieht die so aus. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Ist so ein bisschen grünlich, falls das Licht jetzt hier nicht ganz grünlich-bräunlich. Dann haben wir hier die Douglasien-Diele. Die ist so ein bisschen rötlich, die ist also auch behandelt. Auf der einen Seite hat sie diese Rillen, auf der anderen Seite ist sie komplett glatt. Ja, das ist auch gehobelt, nicht geschliffen, so wie das aussieht. Und hier haben wir nochmal Douglasie. Die ist nicht ganz so rötlich, die ist ein bisschen gelber. Auch wieder hier dieses Rillensystem auf der einen Seite. Und hier so ganz feine Rillen, kennt man auch aus dem Baumarkt eigentlich. Ist jetzt auch, steht auch da, Standard. Ja. Und dann haben wir hier nochmal die Kiefer. Die ist jetzt komplett unbehandelt. Solche habe ich ja auch schon verwendet für meine Bank auf dem Balkon. Die habe ich dann ja mit Farbe bzw. mit Lasur behandelt. Und ja, hier haben wir jetzt diese Kiefer eben auch einmal auf der einen Seite mit diesen Rillen oder mit diesen, ja, Lamellen. Ist ein bisschen anders. Ihr seht das hier so ein bisschen dicker an der Seite hier. Das ist hier nochmal ein bisschen anders. Hier gehen die Rillen wirklich bis an die Seite ran. Hier auf der anderen Seite haben wir dieses Lamellenmuster. Und wenn wir jetzt hier gucken, haben wir das dann genauso. Das sieht dann halt genauso aus. Hier oben steht auch, was das ist. Terrassendiele Kiefer KDI. Werde ich noch mal gucken, was es ist. Genau. Das sind also unsere vier Testkandidaten. Und die werden dann auf einem Querriegel montiert. So, das ist der Riegel. Die sahen leider alle nicht so geil aus. Ich habe jetzt halt irgendeinen gekauft für das Laborexperiment. Hier ist das jetzt nicht ganz so kritisch. Aber ich muss sagen, man muss da wirklich beim Kauf genau gucken. Da waren ziemlich viele stark Beschädigte dabei gewesen. Das nennt sich jetzt hier gefast, weil hier diese Phase dran ist, also gehobelt und gefast. Und ja, genau. Hier sieht man es nochmal. Rahmen, Holz, einfach Douglasie. Ich glaube, die Douglasie ist ja Nadelholz auch. Ja, genau, das hat hier so ein bisschen so einen leicht rötlichen Charakter. Hier unten sieht man die Farbe ein bisschen schöner. Ja, genau. Das sind jetzt also hier unsere Kandidaten. Also hier der Querriegel wird dann Douglasie und dann zweimal Douglasie und zweimal die Kiefer. So, jetzt haben wir hier nochmal die vier Testhölzer. Und ich habe es ein bisschen kürzer geschnitten, 50 lang, einfach nur, weil damit es einfach besser zu handeln ist. Brauchen das ja jetzt nicht so groß. Es funktioniert ja mit längeren Brettern dann genauso. Und jetzt werden wir den Querbalken noch zusägen, also den Stützrahmen. Und dann werden wir mal den ersten Schraubtest machen. Thank you.
So, wir machen jetzt mal den Einschraubtest und wir werden das mal probieren, wie das geht. Ich habe jetzt hier bewusst nichts vorgebohrt, um einfach mal zu demonstrieren, wie die Schraube sich in das Holz einfrisst. Ersten Gang. So. So, und jetzt machen wir zum Vergleich auch eine Vierer Schraube, allerdings eine ganz normale. So, und was man jetzt hier sieht ist, also hier sind deutlich weniger Späne, was einfach dafür spricht, dass diese Schraube eigentlich nicht schneidet, sondern bloß dreht. Und das ist halt hier der Vorteil. Wir haben halt hier diesen Spanauswurf und auch diesen Spantransport. Und dadurch kann die Schraube natürlich viel besser rein. Und die Gefahr, dass das Holz reißt, ist einfach mal viel geringer. So, und jetzt werden wir mal beide noch ganz reindrehen. Hier sehen wir jetzt, wie diese Schraube hier verschwindet. Ich habe hier wie gesagt nichts vorgebohrt. Ich habe das einfach nur reingedreht in die Douglasie, ja, um das einfach mal zu demonstrieren. So, jetzt drehen wir die andere noch rein. So, ist natürlich auch drin, aber hier sehen wir jetzt den Unterschied. Seht ihr das, wie das Holz hier aufgerissen ist und hier nicht? Das ist der Unterschied. Wie gesagt, ohne Vorbohren, ohne Senken, ohne alles. Ja, und die ist genauso verschwunden wie die hier drüben. Und das ist schon super. Mal abgesehen davon, das ist natürlich Edelstahl und das hier ist irgendwie so ein verzinktes Material. Ja. Und man merkt auch, dass hier jetzt eine Kuhle entstanden ist, ja, dass sich das Holz hier insgesamt reingezogen hat, was hier nicht passiert ist, komischerweise. Ja. So, und jetzt können wir uns nochmal die Löcher anschauen. Also wir sehen hier, da ist halt wesentlich mehr gebohrt worden und wir haben hier auch diese Späne noch rumliegen. Währenddessen hier, das ist einfach nur zusammengepresst. Ja, und man sieht auch, dass das Loch hier ganz anders ist wie auf der Seite, ja. Wir werden jetzt gleich nochmal die größere Schraube probieren und mal den Vergleich dazu noch sehen. So, jetzt haben wir die 5x70 Schraube und mal gucken, wie die sich jetzt hier reindrehen lässt. Auch wie gesagt, ohne Vorbohren in die Douglasie direkt. Das ging schon mal ziemlich gut. Auch hier ist die Schraube wirklich gut verschwunden im Holz. Hier sind ein paar Späne, da könnte man jetzt mal drüber schleifen. Aber das Holz hat sich hier rein, also sie hat sich reingeschnitten. Es ist nicht eingedellt, also es ist nicht runtergezerrt und es ist auch hier nicht gerissen. Also ich sehe zumindest nicht, dass es gerissen ist. Es hat hier so ein bisschen aufgespannt, aber das ist wirklich minimal. Jetzt gucken wir mal, wie sich eine normale Schraube im Vergleich dazu schlägt. So, das ist jetzt auch eine Fünfer. Wollen wir mal gucken, wie die hier so reinmacht. Ja, also rein ist er erstmal. Tja, aber auch hier sehen wir wieder das Problem. Man sieht, wie das Holz bricht. Und ich kann euch sagen, das ist hier so eine richtige Kuhle. Seht ihr das? Also so ganz leicht kann man es erahnen, ja? Also es bildet sich so eine Senke irgendwie und es hat sich so ein bisschen reingezogen durch das Einsenken. Wie gesagt, das ist ohne Vorbohren und ohne Vorsenken. So, und hier sieht man jetzt nach dem Rausschrauben, wie der Reibeteil hier gearbeitet hat und quasi die Späne mitgenommen hat und gesammelt hat und
durch diese Lamellen hier wird, das ist wirklich Späne, durch diese Lamellen wird das Loch größer. Und das finde ich ziemlich cool. Also, dass man das hat hier, um quasi den Kraftaufwand dann fürs Reinschrauben, für den Rest der Schraube eben zu verringern. Ja, ich habe sie jetzt mal hier rausgeschraubt. Und hier sieht man nochmal den ganzen Schaden. Ja. Bei dem sieht das schon ganz anders aus. Es sieht mehr aus wie gebohrt. Ja, das ist jetzt auch eine extrem große Aufnahme. Ich zeige mal meine Fingervergleich dazu. Also ist hier stark vergrößert. Und ja, also das Loch ist schon anders. Und ich glaube, dass das hier besser ist. Weil das hier ist definitiv gequetscht, gedrückt. Und hier hat sich das richtig reingebohrt und reingeschraubt. Und das ist ja das Ziel, man möchte ja auf das Bohren verzichten können, ja. Und ich zeige euch auch nochmal hier die Schraube. Also wir haben hier an der Seite nochmal so eine Schabkante und wir haben hier vorne so eine Schab- oder Bohrkante, die quasi die Späne produziert, ja. Und wir haben auch hier hinten an dem Kopf haben wir auch solche Schabelemente nochmal, die dann eben beim Eindrehen wichtig sind. Und wie gesagt, und das hier ist dieser Reibebereich. Und ja, wir haben auch noch zusätzlich, ihr seht das vielleicht auch, am Gewinde sind nochmal so, ja, wie so Einkerbungen, die auch nochmal so, es sieht so leichteckig aus, das Gewinde, seht ihr das? Und das ist eben auch nochmal für die bessere Schneidfähigkeit im Holz eben zuständig. Hier sieht man das auch nochmal. Also bei dem Gewinde haben wir also kein rundes Gewinde, wie das jetzt so hier bei der Schraube der Fall ist. Ja, das ist schön rund. Sondern hier haben wir das dann so längs immer so ein bisschen nochmal dicker und dünner. Ja, also nochmal eine Struktur im Gewinde drinne. Ziemlich coole Sache. So, jetzt werden wir nochmal das Ganze alle festschrauben und werden nochmal gucken, wie dann das Ergebnis mit den unterschiedlichen Hölzern im direkten Vergleich ist. So, das sind jetzt die 5x70 und mal gucken, wie die sich hier machen. Können wir uns das Ergebnis mal angucken. Das hat echt gut funktioniert. Hier bin ich sogar, bei der bin ich sogar ein bisschen tief rein. Aber schaut mal, wie die sich hier reinschraubt, ja. Also wie die sich wirklich, wie rein gebohrt sieht das aus, ja. Und das ist wirklich ein klasse Ergebnis. Ich bin gespannt, welche ich dann gleich wieder ein bisschen rausdrehe, wie das dann ausschaut. Aber ich bin wirklich sehr, sehr begeistert. Allerdings solltet ihr einen recht kräftigen Akkuschrauber haben. ihr merkt, ich bin ein bisschen außer Atem. Das Ding, das drückt dann schon ganz schön, wenn ihr das ohne Vorbohren da rein hämmert. Aber funktionieren tut das natürlich super. So, ich habe es jetzt wieder gelöst. Und hier sieht man, wie quasi hier diese Reibelemente da nochmal die Späne mitnehmen. Ja. Und wie gesagt, auch hier kann man das ganz leicht, das ist ganz weich, das sind Späne, komprimierte Späne. Und ja, echt eine coole Sache und hat auch super funktioniert. Jetzt gucken wir uns gleich noch die Löcher an. So, jetzt schauen wir uns nochmal die Löcher an hier. Und man sieht das, die Löcher sind ganz schön tief wieder. Aber es ist wie gebohrt, ja. Wie gesagt, ich habe nicht vorgebohrt. Das ist direkt ins Holz reingetrieben. Und ja, das finde ich schon echt gut. Und es ist auch, man sieht es hier davor und danach in der Faser, ist es eigentlich nicht irgendwie gedrückt, gequetscht oder gebrochen hier. Ja, wenn wir uns hier an dieses Loch erinnern, dann sieht das halt ganz anders aus. Ich werde jetzt gleich nochmal hier auch nochmal jeweils eine reinmachen, um nochmal den Vergleich zu zeigen. Ja, und auch hier bei der Kiefer, die unbehandelt wurde, unbehandelt ist. Da ist auch das Holz, ihr seht es, aufgerissen. Und das ist natürlich schlecht,
Weil jetzt ist natürlich hier erst recht die Möglichkeit für Wasser sich in diesen Spalt, und der geht bestimmt auch ein Stück rein. Und ja, es sammelt sich dann halt da drinne. Und hier ist es halt nicht. Ja, ihr seht das hier längs. Ja, hier an der Seite hat es ein bisschen gequetscht auch, aber so im Großen und Ganzen ist das hier viel schlimmer. Hier ist mehr passiert. Das Holz ist aufgerissen und das ist natürlich nicht so schön. Tja, und hier ist jetzt genau das passiert, was ich mir auch schon gedacht habe. Das Holz ist also längs aufgerissen, ja. Also das passiert hier nicht. Und hier ist es längs aufgerissen. So, ich habe das jetzt mal aufgeschnitten hier, um das mal zu zeigen, wie diese Schraube dann drinne sitzt. Ja. Und wenn ich die jetzt hier wegnehme, dann sieht man auch hier, wie das Gewinde da ist. Seht ihr das? Das hat die Schraube richtig schön reingeschnitten, ja, in das Holz. So, und jetzt sollen diese Abstand- und Positionshalter zum Einsatz kommen. Die kommen jetzt dann hier unten drunter und dieser Bibbel hier dient für den richtigen Terrassendielenabstand. Ja, und die bleiben dann halt einfach dort. Die gibt es dann hier in so einem Karton, in so einem, ich glaube, es ist ein 50er-Pack, genau 50 Stück. Und ja, und das kann man dann einfach immer darunter machen und das machen wir jetzt mal. So, und jetzt habe ich diese Abstandshalter hier platziert. Die sitzen jetzt immer hier dazwischen und dadurch haben wir halt hier auch bei unterschiedlichen Holz, wie in meinem Fall, was natürlich jetzt Käse ist, macht natürlich kein Mensch in der Praxis, aber auch hier haben wir wirklich immer die gleichen Abstände. Und ich habe mir jetzt das schon mal so hier markiert. Das habe ich einfach mit meinem Streichmaß gemacht. Da habe ich mir einmal was Festes eingestellt und habe mir dann immer diese Ecke hier genommen. Und das war dann einfach meine Position. So konnte ich das dann hier relativ schnell durchmachen. Genau. Und ja, das heißt also, die Schraube kommt jetzt irgendwo hier in diesem Bereich, kommt jetzt irgendwo die Schraube dann ins Holz. Das heißt, sie hat hier einen Luftdurchgang, weil dieser Bereich hier ist ja auch dann hier drunter Luft. Die Plastik wird hier nicht angebohrt, sondern wir schrauben quasi hier durch. Und dadurch haben wir quasi so eine federnde und wackelige Auflage und das kann eben dann ein bisschen arbeiten. Und die Scherwirkung auf den Schraubenschaft ist dadurch eben nicht so groß, sondern es wird aus der Scherwirkung eine Biegewirkung, weil eben die beiden Grenzflächen von diesem Holz und von dem Holz nicht mehr direkt scheren, sondern es liegt Luft dazwischen. Das heißt, wir haben einen Hebel und eine Biegestrecke. Das heißt, die Schraube wird auf ungefähr diesen paar Millimetern Höhe hier verbogen. Das ist der Unterschied und deswegen macht man das eigentlich. Weiterer Vorteil ist wahrscheinlich, dass hier auch die Feuchtigkeit und das Stauwasser und was auch immer hier alles kommt, kann halt besser ablaufen, als wenn wir hier diese Flächen haben, die dann aneinander liegen, wo keine Luft zirkulieren kann und dann eben wir hier einfach dann diese Flächen, die durch den direkten Kontakt eben die ganze Zeit feucht haben und da drinnen steckt halt die ganze Zeit die Feuchtigkeit und bleibt dann auch dort, weil die Luft nicht rankommt und dann kann das eben zu irgendwie Schimmel, Pilz oder irgendwas Bildung führen. Genau, deswegen, also hier sieht man das jetzt, das Ganze liegt jetzt hohl und durch das Hohlliegen haben wir jetzt halt die Möglichkeit, das besser zu verschrauben, besser zu positionieren und es ist einfach langlebiger. Und wir haben den Vorteil, wir haben gleich den richtigen Abstand. So, jetzt haben wir es. So, ich habe das jetzt hier nochmal umgedreht, in Hoffnung, dass man das jetzt besser sieht, wie jetzt diese Elemente hier sitzen mit diesem Abstandhalter. Und ihr seht das, wir haben jetzt hier Luft. Und hier in der Mitte kommt jetzt die Schraube und macht quasi diese kleine Luftstrecke. Und dadurch haben wir halt wirklich den Vorteil, dass wenn jetzt seitlich Kräfte wirken auf die Platten, ja, dann haben wir quasi keine direkte Scherwirkung, sondern wir haben eher wirklich so ein Stückchen hier Biegewirkung. Ja, wo können diese seitlichen Kräfte herkommen? Ihr werdet ja se selten gegen diese Elemente treten, weil ihr lauft ja immer drauf rum. Aber ihr müsst dran denken, ihr habt zum einen eine Durchbiegung, also sprich in der Richtung haben wir jetzt eine Scherwirkung, weil wenn ihr in der Mitte das sich biegt, zieht das quasi in die Mitte rein, das ist starr und damit kommt es zu dieser Scherwirkung. Und die andere Variante, die auch noch besteht, ist die, dass quasi durch das Quellen des Holzes eben auch eine Scherwirkung entstehen kann. Ja, es
es ist halt Feuchtigkeit drin, es dehnt sich aus, es schrumpft, wie auch immer. Und das kann dazu führen, dass eben diese Schrauben hier abgeschert werden oder brechen. Und wenn ihr diese Luftstrecke hier habt, dann kann das eben nicht so passieren, weil eben diese beiden Flächen nicht direkt aneinander liegen. Ja.